Es ist ja kein Wunder, dass der Staat pleite ist, gell? Wenn's uns so hat's zahlen, bis dort hinaus aber siehst zum Arbeiten gehen, verstehst? Brutal. Und das Problem ist, der Tag geht nicht herum, verstehst? Der Tag geht nicht herum, wenn's du nichts tust. Das ist brutal. Da schaust du die ganze Zeit davor, aber nichts passiert. Der Zeiger, das ist so wie ein Schnick, dass er gar, also langsam, verstehst? Langsam wie er, so langsam wie, also, das ist furchtbar. Wo? Ja, sauber, jetzt ruft er noch, gell? Eine halbe Stunde vor Mittag. Ihr seid so wahnsinnig! Ja, brutal. Ich kenne schon die Leute, die was so lang klingen lassen, gell? Ja, ja. Ja, musst du fein schön lang leiten lassen, gell, weißt? Bist du geschafft, aber, gell? Ja, freilich, ja. Wir haben nur 29 Minuten bis Mittag, glaub ich, bin. Ist groß vergessen. Ospi. Verstehst du, was ich sage? Jetzt hat er aufgeben. Herr Schneitzelberger, Sie haben vergessen, hier Ihren Urlaub einzutragen. Ja, freilich, gell? Genau. Dass ich jetzt so 27 Minuten vor Mittag fange jetzt da an. Oh, ihr seid so wahnsinnig ganz junge Leute. Ja, freilich, gell? Wir, wisst ihr, was wir früher gemacht haben? Wir sind raus, wir haben Kartoffeln gehabt, dass wir was zu fressen haben. Wir haben einen Kolmo, haben wir beleidigt, damit uns die Kohlen nachschmeißt. Verstehst du, dass wir was zum Herzen haben? Und jetzt kommt's da, muss ich da kurz vor Mittag noch die ganze Schmirage da machen. Brutal, Wahnsinn. Ja, gut. Ich geh mal zur Mittag und schau mal, was es heute gibt. Ja, jetzt fragst du, ja, freilich, ja, genau. Ja, 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 genau. Das kannst du verschieden vergessen. Wir sind eins. ARD.